Ich finde das Leben sowas von spannend, wenn wir Menschen begegnen, Verbindungen oder neue Menschen begegnen und vielleicht spüren, das ist, ja, berührt mich im Herz oder es fühlt sich so vertraut an mit dieser Person. Ohne dass ich sie kenne, fühle ich mich wohl oder so ein tiefes Vertrauen. Wiederum gibt es Menschen, da merke ich, möchte ich jetzt nicht zu viel zu tun haben, spüre ich diese Energie. Und oftmals sind es sicher auch alte Verbindungen, also karmische Verbindungen. Ich denke, dass wir alle irgendwo schon miteinander zu tun hatten, wenn wir uns auch in diesem Leben wieder treffen. Und natürlich ist es auch in Beziehungen so, dass man sich anzieht, Freundschaften, Familie, alles, was auch sehr ganz nahe ist. Und das Schönste wäre, wenn man dann gemeinsam solche alten Themen bereinigen kann und so eigentlich jeder auch in seinem Leben weiterkommen würde, man sich da gegenseitig unterstützen würde, das wäre ja wundervoll. Genau. Und ich erzähle das jetzt, weil ich gestern am Mantrasing-Konzert war mit dem Lex van Sommeren. Und ich hatte das sicher schon erzählt, vielleicht hast du es schon gehört oder auch nicht. Ich habe jahrelang sehr oft mit seiner Musik gemalt, wenn ich meine Bilder male, Mandalas. Da hat es mich sehr begleitet. Und seine Musik hilft mir auch, so in diese Leichtigkeit oder so eine Fröhlichkeit auch zu kommen. Und das ist sicher die Bedeutung, also die Mantras, aber auch die Stimme, die Energie, die Musik, alles drumherum, was mich da so anspricht oder auch im Herz berührt. Und dann hatten wir im Frühjahr in Baden-Baden so eine spontane Begegnung. Und das spannend für mich oder wirklich, was mich da so was für mich sehr speziell war, war, dass er damals auf mich zukam und sagte, das ist doch die Miriam und ich schaue deine Videos und das tut mir so gut und so Freude hatte und ich dachte, ich bin jetzt irgendwie, ist da irgendwas verkehrt, weil ich hätte nie gedacht, dass er ja meine Videos, also es war nicht mal ein Gedanke. Und spannend finde ich da ja wirklich, dass wir uns wie gegenseitig irgendwo unterstützen oder uns so Momente schenken, die uns gut tun, dem Herz gut tun, der Seele gut tun. Und das so auf einer ganz anderen Ebene stattgefunden hat. Also ohne, dass man sich kennt in diesem Leben, persönlich. Und das finde ich sehr faszinierend, wie das so zustande kommt. Und gestern hatte ich war ich an diesem Mantrasing-Konzert und das war, ja, wunderschön. Ich habe jede Sekunde genossen, 3 Stunden.
Summen, die Energie, gespürt, der ganze Raum, alle Menschen, es war eine wundervolle Begegnung. Und das sind so Momente, in denen ich wirklich dankbar bin. Es ist alles so geführt, fügt sich irgendwo wieder so zusammen und das ist, da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Ja. Und jetzt verbinde ich mich mit meinem Herz, mit meiner Seele, mit meinem Licht. Satz, eine ganz tiefe Verbindung der Liebe, der klaren Energie. Wenn du dich ganz in dir, in deinem Licht, in deiner reinsten Form befindest, tiefe Hingabe zu dem, was ist. Und du kannst für dich, kannst du einen Moment dir so die Zeit nehmen, in dein Herz, die Ausdehnung gehen und auch wieder in die Dankbarkeit und so alles, wofür du jetzt dankbar bist. Mit deinem Herz, mit deinen Gedanken, ganz in die Tiefe der Dankbarkeit, den Gedanken, worüber du jetzt auch deinem Leben dankbar bist. Ganz frei von Wertung, und ich bin jetzt in diesem Moment dankbar. Dass ich jetzt hier sitze und mein Herz diese Dankbarkeit so zulässt, spürt, sich ausweitet, noch weiter wird. Und in dieser Energie der Dankbarkeit
jetzt weiter in meinem Alltag? Freue mich auf alles, was so Neues in mein Leben treten kann, oder betrachte es so mit einem, wie so, alles ein bisschen so als spannend, was um mich herum ist. Wie ein Kind, das alles neu entdeckt. Alles Liebe.